Nein, das hat man tatsächlich noch nicht. Das ist was ganz, ganz Neues und es war wirklich gut gemacht, gut erstellt, definitiv. Die Runde war lustig. Und das sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe. Es hatte was. So, was haben wir jetzt? Mount Chiliad Highway North. Was ist denn das jetzt noch? Eins dann drin. Naja, das kann ja was geben. Okay, gut. Boah. So. Albright? Ja. Auf ein neues. So, auf geht's. Ja, nee, ist klar, habt so ein schönes eingestelltes Auto. Boah, Alter. Baby, räumt das mal Ja. auf. Also bei Kurvenschneiden streng wäre das jetzt schon mal eine Strafe gewesen. So geht das manchmal in Online-Lobbys halt. Ja. Und die knallen komplett über die Gras, damit sie dich wegschießen können. Du hast sie selbst, die hat sie aufgetunt, die Viper, ne? Ja. Gut, aber ich kann trotzdem gut mit dir mithalten. Ich hänge dir nämlich ziemlich direkt am Arsch. Ja, Glück gehabt. Da wäre ich Oh, fast. das sah knapp aus jetzt. Ich war auch. Wenn die Bombe da gewesen wäre, es wahrscheinlich Wecker geworden. Ich habe ja nicht ahnen können, dass ihr beide keine Supersportwagen habt. Normalerweise ist das so eines der Autos, das alle immer haben. Du weißt ja schon, dass ich einen komplett neuen Charakter habe und nichts habe auf dem Kanal hier. Auf dem Dings hier. Das ist ja aber deine eigene Entscheidung gewesen. Ich habe gesagt, wenn ich neu anfange, fange ich neu an. Und dann habe ich so einen anderen Charakter erstellt. Normalerweise ist das so. Wenn wir nachher nochmal rennen fahren, schalte ich das aus mit eigenen Autos. Das wäre vielleicht fairer, ja. Wobei ich jetzt wieder so ein bisschen an dich rankomme. Das wäre mir bei ihr lieber, wenn sie ein bisschen an mich rangeht, aber das. Wo ist eigentlich unser Iwöhnchen schon wieder? Also die hat sich in dem Tunnel auf jeden Fall ziemlich selber weggehauen, weil sie da sich komplett gedreht hat. Und ich kann dir nicht sagen, ich sehe sie nicht wirklich. Circa 20 Sekunden hinter uns. Ich glaube, da wo es gerade explodiert ist. Es hat ein bisschen was von Hillclimb, muss ich mal sagen. Du müsstest wissen, was ich meine, hä? Nee. Na, diese Rennen, wo sie hier auf dem Pikes Peak und so hochfahren. Von unten nach oben. Diese Bergrennen, so wie Rallye so ein bisschen, bloß halt einen Berg hoch. Das kenne ich nur vom Radfahren. Oh, da kommt Baby. Geisterfahrer. Kam der Yvonne gerade auch entgegen, Markus? Ja.
weil die Strecke aber auch wieder zurückführt. Also wir sind jetzt praktisch einmal 180 Grad zurückgefahren und jetzt fahren wir wieder die gleiche Strecke runter. Okay. Ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit, ziemlich Zeit auf dich verloren. Ich komme sicher so gut mit. Oh. Schade. Ja, da guckte so ein Schild durch die Strecke durch, Alter. Da ist mein Auto ein Stück abgehoben. Achso. Kannst dir ja vorstellen, dass es ein kurzer Streckenmoment war. Ich hab's gerade gesehen, das Stück Schild. Ich hoffe, dass du irgendwie nochmal einen Fehler machst oder so, dich rausdrehst oder was auch immer. Oder rausrutscht aus der von der Strecke. Dann wäre ich wieder so ein bisschen dran an dir. Es kommen aber nachher auch noch ein paar Sachen von mir erstellt. Ich bin überhaupt gar nicht dazu gekommen, so wirklich meine Sachen zu bearbeiten. Es war auch schon ewig her, dass ich daran gearbeitet habe. Ja, lange... Zeit haben wir ja lange nicht gemacht, was. Aber ist ja immer wieder ausgefallen, das ist durch Mangelzeit. Wie gesagt, nach der Session könnte ja auch theoretisch wieder lange Pause sein. Mit mindestens 2 Wochen. Weil ja, das aktuell das PS Plus umstellen. Könnte das heißen, dass es wieder was länger dauert. Aber wie gesagt, es könnte demnächst was Neues kommen, dass ich sage. Aber wie gesagt, da muss ich auch mal so Zeit finden zum Aufnehmen. Ich könnte so assi sein, ja, ich würde die Spur ziehen. Okay, 6 Minuten dauert eine Runde, mehr oder weniger. Ja, das weiß man ja nur vorher nicht, wenn man die neue spielt. Hm. Eine coole Strecke, aber ich will auch gar nicht wissen, wie viel Zeit auch wieder hier reingeflossen ist, dass das alles so. Hm. Weil das halt auch alles so gewollt aussieht. Das sieht nicht mal so wie hingeklatscht aus, sondern sieht aus wie wenn. Ja. Wieder.
Das hat keiner gesehen, oder? Nein, gut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist das Problem. Nicht. Nicht passiert. Ah, ich bin aber wieder gut dran. Du hast auf jeden Fall einen Fehler drin gehabt. Auf jeden Fall war ein Fehler drin. Bei dir. Oh, Alter. Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht. Moment, Baby, und man kann Baby da entgegen. Herzinfarkt, Alter. Aber Baby ist nicht Sven. Die räumt nicht einfach mal ab, wenn zwei Leute miteinander kämpfen. Das bin ich immer noch nachtragen. Das fand ich immer noch assi. Ja, das merkt man überhaupt nicht. Die Aktion. Die Folge habe ich überhaupt nicht, dass du sie ganz schwer loslassen kannst. Das war eine der letzten Folgen, die wir rausgehauen haben. Die. Ja, da fanden wir um Platz 1 und 2 und der rammt halt und rundet dann die komplette die Karre. Es war total seltsam, die ganzen alten Folgen bei dir zu sehen mit den Stimmen von allen. Weil jetzt aktuell haben wir nur die Stimmen von dir und mir, weil Yvonne sagt ja mal kaum was. Ja, da musste das auch wieder leichtes Querstehen gehabt. Nein! Das hast du gewonnen. Wer hat ich bin durch den Checkpoint durch, hat er mir nicht genommen. Den hat er mir nicht genommen. Ach Mann. Ich hab das Ding gewonnen. Ich wäre weg gewesen. Wäre vorbei gewesen. Da hat das Spiel dir das Ding geschenkt. Das hätte ich gewinnen dürfen müssen, das Rennen. Ah, du Kackspiel, ey. Ich bin innen an dir vorbeigefahren und dann sagt er, nö, den Checkpoint kriegst du nicht. Da bist du vielleicht zu weit innen gefahren. Ich bin eigentlich genau an der Kante drum. Das wurde aber nochmal schön spannend, aber irgendwann musst du da wohl einen Fehler drin gehabt haben. Yvonne genießt die Aussicht. Ja, ein bisschen auf Abwägen gerade. Ach, Mann. Die Strecke war okay, aber wie gesagt, das war jetzt eigentlich Assi hoch 10. Ja. Naja, egal, alles gut. Weiter.